Irgendwas ging hier schlecht ab. Abbrechen, ja, weil. Naja. Nun, andernfalls kommen Sie Irgendwas habe ich da einfach jetzt falsch wieder. gemacht. Ich werde hier sein. Okay, was hatte ich mir gekauft? Stimpak. Eins kostet 35. Dann nehme ich mir mal zwei. Ja, 70. Ja, passt ja. Und dann noch zwei. Okay, drei. Ja. Arzttasche verkaufe ich ihm eine, noch eine. Warum nicht? Super Stimpak, sauteuer. Arzttaschen. Ja, okay, akzeptieren. Ich habe ein bisschen was gekauft. Erzählen Sie mir von sich, Doc. Was ist hier für eine. Was ist das hier für eine Stadt? Wer hat mich gerettet? Wissen Sie etwas über den Mann, der auf mich geschossen hat? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Schön vorsichtig jetzt. Soldat sagte, dies sei Teil einer Glaube ich neuen jetzt. Strategie. Das heißt doch immer, keine Nachricht sei Zündflamme. gute Nachrichten. Aber ich finde, mein Programm wäre schrecklich öde, wenn das so wäre. Schmutziges Wasser. Das Wagen bleibt weiter ein Pinienkerne. Klassiker. Also Knusprige bleiben Sie dran. Einhörnchenbissen. Einhörnchenbissen. Moment, heilt das eigentlich ganz gut? Radioaktiv. Ja. Dinnerteller. Waschpulver. Warum haben die hier alle Waschpulver und so ein Zeug? Putzmittel, Reinigungs, irgendwas. Sehr schlimm. Tür umgesehen. Habe ich mich ja hier bereits großzügig. Okay, gehen wir nach draußen. Ne, Moment. Kann ich jetzt die Waffe mitnehmen? Reparieren. 25 brauche ich ja eben. Ja, dann würde ich sagen. Oh, Blutpaket. OP-Schlauch. Medics. Sehr schön, habe ich noch was mitgenommen. Halt, liegt da nicht noch was am Tisch? Nee, nichts Besonderes. Hier auch nicht? Hammer, nö, nö, nö. Okay, gehen wir nach draußen. Dann gehen wir als nächstes mal hier hin. Ich muss in dieses Haus. Sieht so aus, ja. Ah, Gemischtwarenladen ist das hier also. Kann gar nichts mitnehmen. Schade. Ah, Clown, ja. Ein Clown möchte ich nichts. Oh, eine Pistole. Altmetall. Elektroschrott. Sprechen wir mal dem Chat. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat Sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass Sie sein Haus je wieder verlassen. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen, auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Erzählen Sie mir mehr über die Waffenmods und Spezialmunition. Pulverbanditen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Oh. Kronkorken. Bisschen teuer. Falschen 25. Dann lassen Sie sie die Stadt übernehmen. Ihrem Geschäft schadet das ganz bestimmt nicht. Na gut, Sie haben mich überzeugt. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Und ich werde währenddessen den Laden bewachen. Mein Geschäft muss für mich Priorität haben, wie Sie sicher verstehen. Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Natürlich doch. Ja, geht so einigermaßen. HD-Zylinder. Oh, ist das teuer. Ist das teuer. Patronen hat er viele. 9 mm. Putzmittel, echt, was wollen die hier alle? 9 mm Patronen und plus P.
Ach, die machen verschiedenen Schaden. Okay. Akkugewehr. Altmetall, Arzttasche. Was haben wir denn eine Arzttasche? Boxhandschuhe. Briefbeschwerer. Bügeleisen. Dandy Boy Äpfel. Die Vertreterwoche. Druckkochtopf. Dynamit. Da hat er Dynamit. Ich kaufe mal zwei. Einschussflinte. Kaliber 20. Entweder heißt es Fallobst oder Fallobst. Was weiß ich. Großes verbranntes Buch. Herz 3. Herz 3 Lucky. Hülse. Ja, der hat echt massig Zeug hier. Ein KK-Gewehr, Schalldämpfer. Kaugummi. Boah, der hat echt massig Sachen hier. Milchflasche, Munitionskiste. Kleine Energiezelle. Pinienkerne, Polizeiknüppel. Eine Pistole. Schaden, 5. Wie viel macht unsere eigentlich? 5. Werde ich gleich mal feststellen. Kann ich mir irgendwas verkaufen? Warum kein Klemmbrett? Ja. Kamera von hier aus. Ist halt alles hier. Also er will's viel billiger. Ne. Akzeptieren erstmal. Die Pistole, wie teuer ist denn die hier? Ich denke mal, extrem teuer. Ja, 47. Ist ja nicht so teuer. Aber ich möchte unbedingt mal wissen. Ein weiterer zufriedener Kunde. Warum ist Überschussmunition minderwertig? Ja, frag ich ihn mal. Das ist das Prinzip Masse statt Klasse. Bei dieser Art von Munition muss die Waffe oft gereinigt und neu eingestellt werden. Erzählen Sie mir mehr über Waffen, Mods und Spezialmunition. Zu den Waffenmodifikationen gehören Dinge wie Schalldämpfer, Visiere und größere Magazine. Zur Spezialmunition zählen etwa panzerbrechende Projektile, richten am Ziel selbst nicht so großen Schaden an, durchschlagen Rüstungen aber leichter. Es gibt auch Hohlspitzprojektile, die den gegenteiligen Effekt haben. Sehr wirkungsvoll gegen ungepanzerte Ziele, aber wirkungslos gegen Rüstung. Interessant. Was wissen Sie über die Lage mit den Pulverbanditen? Wenn Ringo nicht alleine loszieht, sollten wir ihn ausliefern, denke ich. Die Stadt sollte sich in dieses Problem nicht einmischen. Halten Sie mich jedoch nicht für einen Feigling. Wir sind alle Kämpfernaturen und wenn nötig, opfern wir unser Blut. Aber wir suchen keinen Ärger. Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der Anführer war ein New Vegas-Typ, ein richtiger Stadtkerl. Er hatte einige Großkarne im Schlepptau, Leibwächter vermutlich. Da sie Gegner der RNK sind, bleiben die Großkarne üblicherweise in ihrem eigenen Territorium, oben im Nordwesten. Waren Sie schon mal in New Vegas? 2 Mal. Beide Male habe ich viel Schnaps getrunken und fast alle meine Kronkorken am Kartentisch verloren. Ich glaube, so rum stimmt die Reihenfolge. Wenn Sie jemals nach New Vegas kommen, besuchen Sie unbedingt das Gomorrah, das beste Casino der Stadt. Sie werden es nicht bereuen. Ein Tipp, benehmen Sie sich. Unter RNK-Feldjägern und den Robotern von Mr. House empfiehlt es sich nicht, auf dem Strip Ärger zu machen. Ja, ich müsste erstmal spielen lernen. Ich würde gern mehr über Mr. House erfahren. Tut mir leid, ich weiß nicht viel. Mr. House hat sein eigenes Casino, das Lucky 38, aber außer seinen Robotern geht dort niemand ein und aus. Die anderen Casinos halten sich an seine Regeln, also ist er vermutlich der Boss von New Vegas. Soviel ich weiß, legt sich mit ihm keiner an. Ich glaube, der Roboter, der sie aus dem Dreck gezogen hat, gehört Mr. House. Und wenn Mr. House sich um sie kümmert, ist das ja nur gut, oder? Ja. Gibt's sonst noch was, das ich über die Großkarne wissen sollte? Das sind verdammt harte Kerle. Hart, aber nicht durchgeknallt.
Wenn man nichts hat, was sie interessiert, lassen sie einen in Ruhe. Die Großkane handeln mit illegalen Medikamenten. Die meisten Drogen, die einem so unterkommen, wurden vermutlich von den Großkanen hergestellt. Okay, auf Wiedersehen. Immer mit der Ruhe. Jetzt möchte ich mal schauen, wie viel meine Waffe denn so wert ist. Gegenstände, Waffen... Meine Pistole. Achso, Schaden. Stimmt. 9. Ich glaube, da stand 9. Ach, die macht ja viel mehr Schaden. Ja, dann passt ja. Oh, Dynamit. Ich habe eigentlich ganz schön viel Müll. Aber passt schon. Kleinkaliber-Gewehr. Mods. Habe ich ja keine. Kann ich ihm das auch zum Reparieren irgendwie geben? Möchten Sie Vorräte kaufen? Nein. Eigentlich ja nicht. Natürlich doch. Mal schauen, ob ich das so reparieren lassen kann. Nee, ich glaube nicht. Gut, ich habe fast alles ausgegeben. Auf Wiedersehen. Immer mit der Ruhe. Oh ja. Hier kann ich ja leider nichts machen, sonst klaue ich ja irgendwas. Das wäre extremst schlecht für uns. So, was haben wir denn noch zu tun? Datenaufgaben. Zu Ringo zurückkehren. Nein, optional Dynamit von Easy Pete besorgen. Easy Pete, da gehen wir es nicht.